Herr Müller, das Forum hat einen ganz besonderen Preis und auch noch einen zweiten Preis verliehen bekommen. Sagen Sie uns einfach mal was dazu. Ja, es sind zwei Preise vom International Council of Shopping Center. Das ist der internationale Dachverband der Shopping Center Industrie. Und die beiden Preise, die das Forum Duisburg gestern Abend in Prag verliehen bekommen hat, ist einmal der Preis für das beste europäische Einkaufszentrum und ein Preis für die besondere Nachhaltigkeit des Forum Duisburgs. Also sozusagen zwei Oscars auf einen Schlag für das Forum Duisburg. Das ist für das Forum Duisburg sicherlich bedeutend, aber ich denke auch für Duisburg mal wieder eine ganz besondere Auszeichnung. Oder sehen Sie das anders? Ja, es ist natürlich ein Lob für alle, die da jahrelang mitgearbeitet haben. Der Projektentwickler Multi, die Architekten, die Partner bei der Duisburger Politik, die Partner in der Stadtverwaltung, unsere Mieter. Aber ich glaube, der größte Gewinner sind die Duisburger selber und die Besucher aus dem Umland, die, glaube ich, auch ein bisschen stolz darauf sein können, dass ihr Forum Duisburg sozusagen den Oscar der Branche erhalten hat. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie so weitermachen, wie Sie begonnen haben. Sehr gerne, wir tun unser Bestes. Danke. Dass spätestens seit der Eröffnung vor 20 Monaten als Paradebeispiel für die gelungene Duisburger Innenstadtentwicklung gilt, soll heute Abend ja die Entwicklung der gesamten Stadt Duisburg dargestellt werden. Duisburg 2027 ist unser Thema heute. Die Stadt blüht auf, Sie haben es gesehen und gelesen, steht vorne am Forum. Damit meinen wir nicht nur die Innenstadt, sondern die gesamte Stadt Duisburg blüht auf. Und viele Duisburger wissen, es stimmt. Einkaufszentren, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland viele neue. Aber unser Einkaufszentrum ist eines, vielleicht das Schönste, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in Europa. Und das wissen wir seit einigen Tagen. Diejenigen, die da noch heute drüber lächeln und immer wie die Duisburger so sind, den Minimalismus machen, wissen seit vorgestern, dass dieses Einkaufszentrum auf europäischer Ebene vom Council of Shopping Centers ausgezeichnet wurde. Zweimal mit dem Oscar in diesem Bereich. Einmal als nachhaltigste Immobilienentwicklung und als eines der nachhaltigsten Einkaufszentren. Herzlichen Glückwunsch, sehr geehrter Herr Müller. Sie haben eben das schönste Einkaufszentrum und wir sind stolz drauf. Ihr dürft klatschen.